Scheiße, ich sehe ja nichts mehr. Guck mal, jetzt fahren sie. Guck mal, jetzt kommt. Oh, was macht er denn? Ja, da kommt zumindest der Krankenwagen. What the fuck? Ja, genau. Fahrt euch alle hinten rein, damit er auch super wegtransportiert werden kann. Nein, nicht we got you. Ihr macht jetzt hier die Leiche da. Hallöchen, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler. Und ja, ich würde sagen, wir fahren mal gleich auf Strife mit unserem wunderschönen Auto und dieser wunderschönen Sirene da hinten, Feuerwehrwagen, die überhaupt nicht auf Strife geht. Unsere Bomber ja auch noch dazu, okay. Und ich richte mal ausnahmsweise an dieser Stelle Grüße an den lieben Xerox aus, mit dem ich gerade ein bisschen geschrieben habe. Komme ich jetzt hier raus? Suicide Attempt. Komm, das nehmen wir jetzt hier. Komm, wir haben Suicide Attempt, lassen Sie uns durch. Der, mit dem ich vorhin ein bisschen geschrieben habe, der mir nochmal bezüglich des Krankenwagenholens, wenn Leute am Boden liegen, ein bisschen aufgeklärt hat, sage ich mal. Deswegen werde ich das jetzt wieder mal probieren. Und ja. Zudem hat noch jemand anders in die Kommentare geschrieben, wenn ich schon beim Grüßen bin, dass ich das doch mal die Luftrettung mit Steuerung und auf Numpad die 0 probieren soll. Werde ich, wenn die jetzt drauf geht, dann auch... Oh Gott, da oben steht die, oder was? Okay, egal, wir packen mal hier. So. Wo ist der zuverständige Tübel? Da. Hallo. Hello. Thank goodness you are here. Wo ist denn die Tübel? Ah, da. We need you to go up there fast. Ja, and convince him to not commit suicide. Come on. Okay, dann probieren wir das jetzt. Wir werden sie hoffentlich runterbekommen. Der Krankenwagen steht eh schon bereit, falls sie springen. Aber das ist doch nicht tödlich, oder? Also das ist ja wirklich ein Witz. Wie kommen denn da hoch? Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich, dass sie sich nicht verletzt. Wenn das dann irgendwie... Achtung, da hinten kommt mal hoch. Mein Gott, ich hab irgendwas im Hals. So, mein Gott. Muss auch mal gesagt werden, ja. Husten ist hoffentlich was Menschliches. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich für das Husten. So. So, da hinten ist das. Komm jetzt hier runter, ohne uns zu verletzen. Ja, passt schon. So. Und wir kommen ja wieder raus. Ja, das müssen wir mal gucken, ne? So. Guten Tag. You need to come down with you don't have to do this. You're totally useless. You don't have to do this. Ja. You don't know what happened to me. Ja, dann erzählen Sie es mir. Es gibt für alles eine Lösung. I want to help you. Tell me. Ja, genau das. Tell me what I can do to support you. Go fuck yourself, ey. Your wife is waiting for you, don't do it. You'll get better. Boah, hoffentlich kriegen wir den da jetzt runter. I can't see any way out. Scheiße, Alter. Nein! Nein! Go back to talk. Scheiße, okay, wir müssen hier irgendwie runterkommen. Wie kommen wir jetzt hier von dem scheiß Dach runter? Alles klar, so schon mal nicht. Kommen wir jetzt hier runter, Alter? Okay, wir müssen, glaube ich, denselben Weg nehmen wie der. Wie sind da überhaupt das so klar? Aber wie kommen wir denn jetzt hier runter? Na gut, er ist jetzt runtergekommen, ne? Kommen wir hier runter? Ja, easy. So, pass auf, ich suche mir mal Luftrettung. Aber das geht auch nicht. Also das mit der Luftrettung klappt einfach nicht. Aber ich habe zumindest ein Inventar bekommen. Ich kann nämlich hier Officer Shut Menü lief. Achso, nee, warte, das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube hier. I will respect the law. Call journalist, check off. Request. Ja, hier hauen Inspektoren. Okay. Und wir gehen jetzt mal. Oh, guck mal, es wird langsam dunkel. Scheiße, Alter. Das ist der. Oh nein, der ist gesprungen, Alter. Ich denke mal. Wobei, Moment mal, warte mal, der hat. Er meinte... Alter, wieso habe ich so krasses Tearing? Egal. Wir holen jetzt mal EMS, ja? Der blutet nicht, er macht nichts. Wir holen jetzt EMS. Jetzt bin ich mal gespannt. So, dann trink auf. Wissen wir mal kurz was. Ah, ich hab die Flasche nicht auf. Moment. Scheiße. So, jetzt. Dann kommen sie schon alle hier. Wo ist eigentlich unser Inspektor, den wir hinbestellt haben?
Der ist irgendwie nicht da. Na gut, dann halt. Oh, ich dachte, die Leiche wäre gespawnt. So, pass auf, jetzt ist hier gleich der Krankenwagen da. Oder so. Da hinten. Ja, ich habe ihn ja hierher geholt. Das heißt, sie müssten eigentlich eh dann gleich kommen. Oder auch nicht. Toll. Wo ist denn der? Der steckt hier hinten fest, Mann. Egal, wie geht's mal zum Commanding Officer? Einfach so da hinten. Da hinten ist der Krank. Ne, das ist der Inspektor. Die warten wir alle vor. Egal, wir gehen jetzt hier hin. Es wird auch langsam dunkel. You did all you could. Ja, finde ich gut, dass wir das so sehen. Wo ist denn das Auto hier? Also irgendwie. Scheiße, ich sehe ja nichts mehr. Na, guck mal, jetzt fahren sie weg. Guck mal, jetzt kommt. Oh, was macht er denn? Ja, da kommt zumindest der Krankenwagen. What the fuck? Ja, genau. Fahrt euch alle hinten rein, damit er auch super wegtransportiert werden kann. Nein, nicht we got you. Ihr macht jetzt hier die Leiche da. Was machen sie? Ach, das sind Officer. Okay, sie dürfen weiterfahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache ihnen sogar Licht. Mach ihnen Licht. Machen sie es. Tun sie was. Okay. We can leave. Well, Clutcher, the Strange. Okay. Ne, wir checken es doch immer, ob der... Ja, es geht nicht, Leute. Es funktioniert nicht. Ich hab das schon auch schon so auf dem Off probiert. Es klappt nicht. Man kann die Leute nicht wiederbeleben. Ich werde es natürlich trotzdem in der Folge weiter probieren, aber... Ich glaube, es geht einfach nicht. Jetzt müssen wir trotzdem Corona holen. So. Und der Arsch hier ist uns reingefahren. Ey, nicht die Leiche über... fahren. Alter, ist er zu behindert, ne? Es ist unglaublich. Wieso sind die Krankenwagen so behindert? So. Alter, what the fuck? Alter, ich bin jetzt hier weg, ey. Was sind das hier bitte von der... Weißt du, das ist so eine, das ist so die Crime-Scene, wo die ganzen Leute, die dort arbeiten, wo die einfach so richtig cool sein wollen, weißt du? Die driften rein, die fahren hinten rein, die machen hier Lichter fest, weißt du? Das ist voll nahe. Oh, ich darf zuerst. So. Driver under the influence. Okay, probieren wir aus. DUI, da müssen wir aber umdrehen. Driver under the influence ist fahren unter Einflüssen. Heißt es ja quasi. Sei es unter Alkohol bzw. Drogen bzw. was kann man sich noch alles geben und damit nicht fahren. Keine Ahnung, irgendwie Torte mit Alkohol drin. Alles fahren unter unter Einflüssen. So, und deswegen halten sie bitte mal an. Oh Gott, okay, der drückt aber aufs Gas, ey. Lass mal gucken, dass wir den jetzt hier kriegen. Oh, oh. Okay, er hat sich gedreht. Ja, bleiben Sie mal bitte stehen. Bleiben Sie mal bitte ein bisschen hier, ne? Mal einen Gang runterschalten. Wortwörtlich, ja? So, pass auf, wir machen jetzt hier die Tür zu, damit sie nicht die Tür wegfahren. So. Guten Tag. Hätte einmal gerne Ihre ID. Das können wir eigentlich irgendwie mit N, kann man doch hier so ein Menü. Suspect. Anurag Mishra, Junge. So, geben Sie mir bitte mal die Informationen. License expired, ja, so fahren Sie auch. Das heißt, wir werden auch mal kurz Ihr Vehicle checken. Lassen Sie mich kurz in First Person. So, Vehicle Records. Kann man das lesen? Ja. 48JT J353. So. Anurag Mishra, Record for Casco. Okay, das passt. Uninsured, unversichert. Jetzt die Frage, wie ist denn das in den USA? Muss man da sein Fahrzeug versichern? Hm, ich weiß es nicht. Ich würde aber gerne mal, wenn Sie das erlauben, Ihr Fahrzeug durchsuchen. Das heißt, have you been drinking? Das ist eine interessante Frage. Only a few, okay. Have you done illegal drugs? No. Can I search your vehicle? No, can I search yours? Ey, jetzt werden Sie mal nicht frecher, ja? Mein Gott, ich habe wieder einen Frosch im Hals, ey. Wie kann ich denn jetzt hier Exit Questioning machen? Driver seems nervous. Nee, ich,
Okay. Full open alcohol container in so. Okay. Das heißt, da dass sie uns nicht gestatten, das Fahrzeug zu durchsuchen, bitte ich sie einfach mal bitten auszusteigen. Ich wollte sie bitten auszusteigen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Okay, pass auf, ich muss jetzt hier irgendeine Waffe nehmen, weil sonst kann ich sie nämlich nicht zum Aussteigen zwingen. So. Ey, nein, bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie mal stehen. Gehen Sie mal. Ey, jetzt bleiben Sie mal stehen hier, bitte. Ich würde sie nur mal gerne festnehmen. Einfach mal rein. Rein aus Sicherheitsgründen mal eben festnehmen, weil sie kommen mir sehr suspekt vor, was das hier angeht. Ich werde für sie auch noch keinen Prison Transport holen. Okay, so pass auf. Sie setzen sich jetzt erstmal hin. So. Nein, setzen Sie sich hin. Okay, perfekt. So, und ich werde so lange die Autos suchen, weil es besteht Verdacht, dass sie böse sind. Ach so, mit L geht das, ne? Genau, so. So, jetzt macht ihr seine DJs. One dead. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es legal, was sie da im Auto haben. Guck mal, was auf ihrer Beifahrerseite ist. Dann ist auch alles in Ordnung, ja? Sie müssen keine Angst haben. A bottle of Tyndall. Da, passt das merkt ihr mal. So, dann gucken wir mal auf der Fahrerseite. Was haben sie denn hier so Schönes drin? Ja, genau, da macht die Tür. Genau. A package of coffee cups. Okay, dann noch in der Motorhaube. Ich meine, da verstecken ja manche Leute auch ihre Sachen drin. Ist natürlich auch ganz normal, dass man da seinen Stuff drin versteckt. A scale in the book. Alles klar. Und jetzt werde ich einmal noch sie durchsuchen. Einfach nur, weil ich sicher gehen möchte, dass meine Aufnahme nicht abschmiert. Okay, es läuft noch. Mit dem Tastendrückerei ist echt nicht so. Found nothing. Okay. Gut, dann hole ich jetzt für sie einen Transport. Und die Auto wird leider abgeschleppt, da es nicht versichert ist. Und, ja. So, guten Tag, Herr Kollege. Charlie 4, roger that. We're in the area. Kann ich eigentlich bei dem in der Karre was raus? Wobei, das ist nicht Roleplay. So, genau. Gehen Sie mal hier mit der Dame hier mit und wir fahren so dann weiter, denn hier steht schon wieder ein Stau, der wieder 50 Kilometer lang ist, weil die zu dämlich sind, außen rum zu fahren. So, okay, wir fahren mal vorne. Danke. Boah, ist das ist, ich finde diese... Okay, Stone Police Vehicle. Okay, da guck mal, dass wir hier dann langkommen. Stone Police Vehicle. Alter, man sieht hier nichts, wenn da Nacht ist. Es ist unten am Strand, ne? Scheiße, Alter, du siehst sie nichts. Aber wir haben auf jeden Fall so ein Police Vehicle. Wir müssen jetzt warten, bis wir da runterkommen oder da runterfahren können. Alter, du siehst hier wirklich. Oh oh. Aber ich glaube, das sieht nach einem Weg aus. Was hier ist. Oh Scheiße, das ist unser Licht. Oh Gott. Ja, wir kommen hier runter. Wir kommen hier runter. So, easy. Aber wie du einfach nix siehst, aber das gefällt mir. Das mache ich an der Grafikmod, die by the way in der Beschreibung verlinkt ist. Und nein, ich krieg dafür keine Provision oder sonst was. Die ist einfach nur da verlinkt, weil ich... Weiß ich nicht, warum eigentlich? Warum ist die... Scheiße. Okay, jetzt wird's aber schwierig, sich zu orientieren. Ich sehe nix. Ich muss nach oben gucken, damit sie meine Augen... So, weil so wird's nicht sofort dunkel wie in Armaturen. So sehe ich immer ein bisschen was. Scheiße, Alter. Warte, wir machen mal hier das Licht an. Das haben wir nämlich hier zwischen den, Bars. Haben wir auch noch ein Licht. Das ist quasi das Notfalllicht, wenn man so will. So, jetzt bleiben Sie mal bitte stehen hier. Okay, pass auf. Okay, alles klar. Okay, wir brauchen Unterstützung. Okay, der flüchtet. Scheiße, Alter. Bleiben Sie stehen. Sie stehen, scheiße. Aber den kriegen wir schon noch. Hoffe ich zumindest. So, ja, komm, den kriegt das. Wir gucken uns mal den anderen. Ah, komm, der andere ist noch da. Schon da, whatever. Alter, da ziemlich. Ich muss mir eben von dem Polizeiauto hier mir Lebenskit. Kids borgen. Der hat uns ziemlich krass eingesteckt, ey. Boah, krass. Okay, weil wir haben es geschafft. Der Einsatz ist abgeschlossen. Und wir fahren mal weiter. Wo ist unser Krache?
Da hinten ist die, oder? Ja, okay. Wir müssen halt doch die andere Karre abschleppen. Wunderschönes Wasser. So. Fahren Sie mich bitte. Okay. So, wir schleppen die Karre hier ab. Ja, wollen wir. Steigen dann bei uns ein und wir müssen unbedingt reparieren bei uns. Aber dürfen wir ja eh. Und dann machen wir auch hier nur noch die vorne an, weil die sind nämlich eigentlich stärker als das Licht oben. Das oben strahlt halt weiter, aber die sind stärker. Oh Gott, wie ist voll der Verkehr. Aber wir haben eh keinen Einsatz, das heißt, wir können uns ruhig Zeit lassen und gucken mal, dass wir irgendwie zurück auf die Straße kommen. Was ist denn das hier? Okay, da fahren wir mal nicht drüber. Ich glaube, das ist hier eigentlich so eine Art Spielplatz oder so. Das heißt, da sollte man ein bisschen gucken, dass hier nicht keine Leute sind. Wobei, um die Uhrzeit, ich meine, wie viel haben wir denn? Wir haben 2.47 Uhr. Ich meine, wer da noch draußen ist, auf so einer verlassenen Straße quasi, der gehört auch echt, weiß ich nicht, was der gehört. Auf jeden Fall ist das ziemlich dämlich. Aber gut, was ist denn das da? Ist das unser Rückspiegel? Ah, ist unser Rückspiegel, okay. Weißt du, wenn man halt Licht ausmacht, siehst du einfach gar nichts mehr auf der Straße. So. Speeder haben wir da hinter uns, aber das ist in die andere Richtung, das heißt, nur eben vergessen. Traffic Stop, oh, ist auch in die andere Richtung, okay, egal. Da fahren wir mit Code 2 hin. Code 99, weißt du, ist klar. Traffic Stop Backup Required ist Code 99. Auf jeden Fall ist das Code 99, egal, so. Aber okay, das da hinten, aber, ah, guck mal, hinten ist es schon. Fahren wir mal hin. Können wir da irgendwie drehen? Oh, lassen Sie mich bitte durch. Durchlassen bitte. So. Danke. So. Alter, die haben uns jetzt hinten einfach fast reingefahren, oder? Ah, okay. Passt eh. So, wir nehmen mal... Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitermache, komm mit Pistole geben. Damit wir hier die schöne Glock haben. So. Hallo. Do you see that vehicle in front of me? Nee, ich sehe nichts, weil es hier dunkel ist. Ach so, ja, sehe ich. The registered owner is wanted. I've just checked. The complication is they may have firearm. Who's going in for the arrest on this person? Der da. Und wir machen so lang. Provide to pack up your cover for the fellow officer. Okay, pass auf, dann ziehen wir mit der. Warte, ich sehe nichts. Mit der M4A1. Wenn der aussteigt. Stress. Okay, er gibt sich. Mit einer Waffe. Aber vielleicht kriegen wir ihn noch festgenommen. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die. Jetzt hören Sie doch auf. So, okay, pass auf. Die schießt. Okay. Ja, wir mussten es tun. Scheiße. Suspect is dead. Ja, fahren Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wir brauchen, also hier kann man glaube ich nichts mehr machen. Den müssen wir mit Corona versorgen. Aber wir werden mal die Karre durchsuchen, ob wir dann später vor Gericht was haben. Gucken, ob da was ist. Unmarked Pills, okay. Ja gut, die sind ja nicht gleich illegal. Die sind ja nicht, nur nicht gekennzeichnet, ja. Und es ist wahrscheinlich auch eine Straftat, aber das passt. Jetzt fand ich da... Some Stripper Clothes, okay, die sind ja auch nicht illegal. So, was haben wir hier? A bottle of Advil. Auch nicht illegal. Müssen aber gucken, ob wir irgendwas haben, was dann vor Gericht was bringt. Aber ich glaube... Used Needles. Ja gut, man kann zumindest sagen, dass... dass die ein ziemliches Drogenproblem hatte. Lebt der Typ noch? Ja, er lebt noch, okay. Mann, ist das behindert. Ich darf ja nicht lachen. Das ist ja nicht Roleplay After. Es ist aber immer wieder behindert. So, jetzt können wir... Achso, warte, einmal hier so und so. Und das können wir einmal reparieren, weil der Turm uns hinten reingefahren ist. So, und jetzt fahren wir hier mal außen rum mit Sondersignalen und vorbei. So. Mein Gott, ey. So, wie vor haben wir jetzt? Wir haben jetzt, 4.45 Uhr. Ja, okay.
Mein Gott, das ist so behindert. Ach, by the way, ich entschuldige mich schon mal dafür, dass in der letzten Folge der Ton ab irgendwie Minute 18 weg war. Der war in meinem Renderprogramm, by the way, noch da, ne? Also darin lag es jetzt nicht. Aber ich glaube, ich habe schon Ursache gefunden, warum das so war. Das heißt, ab dieser Folge sollte es hoffentlich nicht mehr so sein. Wenn es doch so ist, dann gehöre ich geschlagen. Aber okay, ist eine ganz andere Sache jetzt. Multiple armed suspect possible terror. Nee, komm. Das müssen wir jetzt nicht machen. Wir lehnen ab. Okay, kann man nicht. Aber wir warten einfach, bis ein neuer Einsatz kommt. Ich hätte gerne noch eine Verfolgungsjagd heute. Irgendwas, irgendeine Verfolgungsjagd. Drugs runners in vehicle. Sind die wieder hinter uns, Mann? Ich krieg einen Anfall. Nee, das nehmen wir jetzt nicht. Das nehmen wir nicht, weil da müssen wir jetzt hier umdrehen. Das ist auch scheiße. Ich möchte was vor uns liegt. Street Racing, alles klar. Guten Tag. Ey. Bleiben Sie mal bitte. Oh, scheiße, wir brauchen unbedingt Air Support. Und wir brauchen Ground Support, bevor die wegfliegen. Bevor die wegkommen. Meine sind zwei Infernos, glaube ich. Okay, warte, wir nehmen den hier. Wir gehen in den Gegenverkehr. Ja, gut, wir haben schon unsere Verfolgungsjagd, ne? Ey, bleiben Sie stehen. Aussteigen, aussteigen. Hände nach oben, Hände nach oben. Hände nach oben. Auf den Boden. Auf den Boden. Okay. Nimm sie fest. Wegen illegalen Straßenrenns. Nicht mich überfahren, bitte. Danke. So. Wenn sie abschleppen und das Auto werden wir auch mitnehmen. Ich glaube, die Kollegen kriegen das irgendwie nicht gebacken da vorne, ne? Ja, vielleicht müssen wir da nochmal nachhelfen. Aber jetzt sind wir erstmal mit dem Auto hier beschäftigt. Das müssen wir später durchsuchen, weil wir haben jetzt dafür keine Zeit. Wir sollten uns gleich noch an die andere Verfolgungsjagd da dranhängen. Die da vorne ist. So, die Kollegen, wo sind die? Danke. Ja gut, sie machen das schon, ne? Nein, ach Mann. Hold down. Okay, warte, wir speeden das mal ab. Ah, guck mal da. Nein, ach leck. Okay, gut. Ich muss unbedingt die R-Taste. Ich muss die unbedingt umlegen. So, jetzt ist er ja schon. So. Okay, und wir haben aber nur einen Teil geschafft. Jetzt haben wir reparieren trotzdem, weil sonst kann man mit der Karre nichts mehr anfangen. Und hängen uns dann an den anderen. Ach du Scheiße, wie weit die denn weg sind. Warte, wo sind denn die? Bringt das überhaupt noch was? Ja, genau, Alter. Mit der Geschwindigkeit never. Mit der Geschwindigkeit schaffen wir das niemals. Oder wo ist denn der jetzt? Warte mal. Alter, das schaffen wir niemals. Komm, das brechen wir ab. Das sollen sich die Kollegen kommen kümmern, die dann in Los Santos sind. Was macht denn dieses Geräusch? Ach, das Motorrad da, was auf der anderen Seite kämpft. Hier fährt. So, wir biegen mal ab. War so geil, weil du hörst die Sirene und nur hört die Sirene auf. Ah, das ist richtig behindert. Stone Vehicle Spot. Dead. Okay, alles klar. Da responden wir mal kurz. Stone Vehicle. Damit ist nicht zu spaßen, weil Autos sind wertvoll und die darf man nicht so klauen, weil das ist nämlich asozial. Ja? Ach du Scheiße, der fährt. Oh, lass es mich doch mal vor. So, wir fahren mal wieder in First. Ich finde First Person immer die beste Sicht für LSPDFR. LSPDFR. Auch wenn viele in den Kommentaren meinen, nee, das ist jetzt aber nicht so toll, das wollen wir anders. Ich finde First Person die beste Sicht für Roleplay allgemein. Oh Gott. Einfach, weil es ist einfach am realistischsten. Alter, bleiben Sie doch nicht mitten auf der Kreuzung stehen. Weißt du, wenn man schon sich vor die Polizei stängeln muss, dann soll man es doch zumindest richtig machen und leicht durchfahren, weißt du? Aber nein, wir bleiben auf halber Strecke stehen, da wir sind behindert. Aber wir haben ihn. Alter, muss ich mich da reinfahren? So, dann machen sie Platz. Alter, voll provokant durch die beiden durchfahren. Boah, der nimmt aber ziemlich krass an Distanz hier. Wobei, jetzt nicht mehr. Ich glaube, der hat gerade einen Unfall gehabt, weil der ist ziemlich abgebremst. Ja,
sie stehen. Ach guck mal, jetzt können wir hier so. Zwei Helikopter. Und ein bisschen State Patrol. Oh Gott. Alter. Ich hasse die KI im Spiel. Ich hasse sie echt nur noch. Hier wohl wieder ein bisschen mehr. Oh. Scheiße. Ich fahre auch nicht viel besser als die, weißt du? Deswegen kann ich mich da eigentlich gar nicht drüber beschweren. Pass auf, wir nehmen mal eben hier die Glock. Okay, er hat sich gedreht. Scheiße. Aussteigen, aussteigen. Scheiße. Leute, er hat sich gedreht. Okay. Wir haben noch eine Chance, ihn zu kriegen. Bleiben Sie stehen. Ah! Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Hände nach oben. Hände nach oben auf dem Boden. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Man sieht keine Bewegung. Ich werde sie jetzt festnehmen. Bitte rühren Sie sich nicht. Das finde ich sehr sozial von Ihnen. So. Wir werden für Sie einen Transport holen. Sie sind verdächtig oder beziehungsweise jetzt schon angeklagt in einer Verfolgungsjagd. Weil, wegen was eigentlich? Ich glaube, weil Sie Drogen konsumiert haben, sind Sie geflüchtet. Oder vielleicht haben Sie auch andere Gründe, die sich dann später eröffnen werden. Ihr Auto ist jetzt jedenfalls erstmal weg. Ich glaube, der hier ist ziemlich süchtig nach Rache. So, und Sie sind dann erstmal festgenommen. Und ihr Auto ist weg, ne? Nur um das mal wieder zusammenzufassen. Außerdem haben sie hier die Straße beschädigt durch den Kratzer. Was wird das jetzt? Egal, so, wir müssen hier den kurzen Schutt. Was macht denn der? Hey, jetzt beruhigen Sie sich mal. Was macht denn der? Ach, die zielen da hinten auf irgendwas. Warte mal, wo ist denn das? Da hinten zielen die oder was? Was ist denn das hier? Gesucht. Ja, toll. Ist ja voll... Okay, ich sag nix. Ja, ja, beschwert euch mal. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge... Oh, wir sind schon bei Minute 27. Bist du deppert. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge von Alan's PDFR. Ja, ich würde sagen, bis dahin. Haut rein, macht's gut. Tschüss.